Im Studio Laura Dünnwald. Und damit ganz herzlich willkommen. Ein 15-Jähriger hat heute an einer Gesamtschule im westfälischen Lünen offenbar einen 14 Jahre alten Mitschüler getötet. Polizisten konnten den Verdächtigen kurz nach der Tat festnehmen. Die Menschen vor Ort, aber auch darüber hinaus, sind natürlich geschockt, denn der Vorfall wirft Fragen zur Schulsicherheit in Deutschland auf. Thomas Fedder. Der Sonderparteitag in Bonn war nur ein Vorgeschmack auf das, was der SPD noch bevorsteht. Denn am Ende müssen alle 440.000 Mitglieder dem Koalitionsvertrag zustimmen. Unterdessen steht Parteichef Schulz immer stärker unter Druck. Jetzt werden sogar schon Forderungen laut, er solle kein Minister werden. Michael Wüllenweber. Der Ex-Rennfahrer Niki Lauda hat nun doch den Zuschlag zur Übernahme der insolventen Fluggesellschaft Niki bekommen. Er konnte sich damit gegen Bieter wie Ryanair durchsetzen. Was der 68-Jährige nun mit der Airline vorhat, dazu Matthias Heinrich. Bei zahlreichen Lawinenabgängen in den Alpen sind nach ersten Erkenntnissen zwar keine Menschen zu Schaden gekommen, doch die Situation bleibt ernst. Ja, und wir bleiben beim Thema Winter. Da ist es in der Regel dunkel, ist schon klar, aber so dunkel. In den vergangenen Wochen konnte man glatt das Gefühl bekommen, die Sonne kommt gar nicht mehr zum Vorschein. Und leider trügt dieses Gefühl auch nicht. Tatsächlich ist dieser Winter der dunkelste seit Jahrzehnten. Was das mit uns macht, erklärt Lina Mosel. Und das war's von uns. Jetzt kommt hier das Wetter mit Anna Gröbel und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss und auf Wiedersehen.